So, wir sprechen jetzt gleich über Afrika, aber zuvor stellen Sie sich doch bitte einfach ganz kurz vor. Ja, mein Name ist Klaus Meyer, ich bin Multidistriktkoordinator für Rotary Jugenddienst Deutschland für den Bereich Afrika, sowohl im Jahresaustausch als auch im Kurzaustauschbereich. Was erwartet mich, wenn ich sage, ich entscheide, ich will nach Afrika? Was für Möglichkeiten habe ich, was erwartet mich dort? Ja, der Jahresaustausch mit Afrika ist relativ schwierig zu bewerkstelligen, weil es leider in Afrika nur wenig Plätze gibt, zumindest in Südafrika. In Simbabwe sieht das anders aus, da gibt es auch genügend Plätze. Der Hauptaustauschbereich, den ich im Moment betreue, ist der Kurzaustausch mit Afrika, sprich der Familienaustausch. Okay. Wenn ich mich jetzt bewerben möchte, wie gehe ich vor? Ja, Bewerbungen sind so wie in anderen Bereichen bei Rotary auch über den örtlichen Rotary Club. Da muss man als Bewerber erstmal angenommen werden und das geht formlos. Wenn man dort angenommen worden ist, erstellt man in der Austauschdatenbank eine Application. Diese Application wird dann von den Verantwortlichen, vom Bewerber und von den Eltern unterzeichnet und dann über den Distriktkoordinator in der Datenbank freigeschaltet für den entsprechenden Multidistriktkoordinator, sprich eben im Bereich Afrika für mich. Muss ich denn irgendwelche Voraussetzungen mit mir bringen, damit ich mich überhaupt bewerben darf oder kann? Eigentlich nicht. Also für Afrika sollte man mindestens 15 Jahre alt sein im Step oder im Jahresaustausch. Man sollte nicht die Prinzessin auf der Erbse sein, weil Afrika schon ein bisschen herausfordernd ist. Ansonsten sind keine wesentlichen Anforderungen erforderlich. Man sollte schon psychisch belastbar sein. Man braucht einige Impfungen für Afrika. Das ist aber eigentlich im Bereich in der Zeit von 6 bis 8 Wochen immer zu bewerkstelligen. Okay, wie stelle ich mir das vor von den Zeiträumen her? Bin ich da ein halbes Jahr, ein paar Monate, ein paar Wochen weg oder? Na, ist unterschiedlich. Im Jahresaustausch ist man natürlich 11 Monate in Afrika. Mhm. Im Familienaustausch ist man für einen Zeitraum von 6 Wochen in Afrika. Mhm. Und der Gegenbesuch kommt dann zeitversetzt ein halbes Jahr später auch für 6 Wochen. Mhm. Ich gestalte das so, dass alle Jugendlichen aus Deutschland im Bereich ihrer eigenen Sommerferien reisen. Nach Möglichkeit starten die dann sogar eine Woche vor Beginn der Sommerferien, damit sie zu Beginn des nächsten Schuljahres auch wieder nicht nur mental, also auch mental und nicht nur physisch, sondern auch mental wieder da sind. Ne? Und in Afrika wird eine Safari angeboten. Das ist leider zusätzlich mit Kosten verbunden. Und diese 10-tägige Safari ist eigentlich für alle Teilnehmer am Austauschprogramm das Highlight. Das kann ich mir vorstellen. Super, dann haben wir viel erfahren über Afrika und vielen Dank fürs Interview. Gerne, ich freue mich auf Bewerbungen. Super.